Am 32. Spieltag treffen die Kölner Haie auf den ERC Ingolstadt. Gute Laune bei den 5000 Fans vor der Partie in der Lanxess Arena. Rein ins Spiel, Köln in den roten Trikots von links nach rechts und Ingolstadt mit der ersten Möglichkeit nach gerade einmal 40 Sekunden. Erster Pfostentreffer Stachowiak, der da etwas zu genau zielt. Pöpperle im Tor bei den Haien wäre da machtlos gewesen. Weiter Ingolstadt, nächste Möglichkeit für die Gäste, die hier durch Borg nochmal die Chance auf das 1:0 haben. Aber auch da Pöpperle, der seine Sache bis dahin gut macht. Köln mit den ersten guten Angriffsbemühungen zum Ende des ersten Abschnitts. Querpass Edwards und dann kommt der Schuss von Andrei Biresch. Aber auch auf der anderen Seite Kevin Reich, der erneut im Tor stand mit einer guten Leistung. So geht es also torlos in die erste Pause. Im zweiten Drittel sieht Uwe Krupp dann den nächsten Angriff. Der Panther aus Ingolstadt, Köln mit einem Mann weniger. Dann kommt der Kölner zurück. Und dann ist es aber Mirko Höflin, der das 1:0 macht. Die Haie gerade wieder vollzählig. Der Rückhandschuss von Höflin ist dann aber im Tor. Und die Führung für die Gäste nicht unverdient. In der Folge das erste Mal Powerplay auch für die Kölner Haie. Und die können Powerplay auch in dieser Saison. Und sie haben Maury Edwards, der Verteidiger, mit dem Ausgleich. Keine zwei Minuten nach der Ingolstädter Führung. Sechster Saisontreffer für Maury Edwards. Im zweiten Nachfassen sind die Haie zur Stelle. Und Edwards lupft die Scheibe ins Tor zum Ausgleich. Köln mit diesem Ausgleich plötzlich besser im Spiel. Marcel Müller frei vor dem Tor mit der Rückhand. Kommt er da nochmal an die Scheibe dran, bringt den Puck aber nicht über die Linie. Und Köln hat dann auch ein bisschen Glück, wie in dieser Szene Höflin mit dem Pfostentreffer. Ingolstadt, 3-4 Mal haben sie den Pfosten getroffen. Und dann gab es ein bisschen Party auch außerhalb des Eises. Und die Zuschauer haben ein bisschen für Stimmung gesorgt. Dann kommt John Matsumoto im letzten Drittel, schiebt das Spiel der Haie selber an. Schuss kommt, dann kriegt Matsumoto nochmal die Scheibe und der denkt sich, ach, ich schieße einfach mal. Tor für die Kölner Haie, das 2:1, 54. Spielminute, ein bisschen aus dem Nichts im letzten Drittel, doch die Qualität der Partie nicht mehr so richtig hoch und Matsumoto sorgt für das 2:1, 54. Minute. Ist das die Entscheidung? Ingolstadt kommt nochmal. Ingolstadt hat noch einen und zwar haben sie nochmal diese Möglichkeit und kommen dann über Simpson an die Scheibe und dann zum Ausgleich. 2:2, knapp drei Minuten vor dem Ende der Partie. Ingolstadt mit dem 2:2, 12. Saisontreffer für Wayne Simpson. Es geht also in die Verlängerung, weil vorher Ingolstadt nochmal diese Chance hat und wieder nur die Latte trifft. Das hätte kurz vor Ende der Game-Winner sein können, aber es geht dann eben in die Verlängerung. Doug Shedden, der Coach, sieht dann vier Minuten, wo nicht wirklich viel passiert. Und dann der Angriff hier von Höflin, setzt sich durch gegen Marcel Müller und findet dann noch Wasowski. Der macht den Game-Winner für Ingolstadt. Die holen hier also zwei Punkte und gewinnen mit 3:2 nach Verlängerung. I mean, I think we just kept it simple. We're such a fast team when we're moving our feet and doing the simple things, but we can get all out of sorts and not play our game when we're trying to be too fancy. So I thought we did a good job tonight. It's on the road, tough atmosphere to play in, but I thought we played really well. Oh, definitely. We want to be one of the top teams in the league and we need to get the points whenever we can. Also Ingolstadt mit den zwei Punkten. Wasowski sehr zufrieden mit seiner Mannschaft. Köln bleibt nur der eine Zähler. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.